So, es geht hier um die Grundaufgaben zur Prozentrechnung. In dem Buch, das wir in der Schule verwenden, gibt es einen allgemeinen Ansatz, der sieht immer so aus. Man hat hier den Grundwert und davon wird der Prozentwert berechnet, indem man mal den Prozentsatz rechnet und dann ist das Ergebnis der Prozentwert. In Buchstaben verwenden wir hier G für den Grundwert, P Prozent für den Prozentsatz und W für den Prozentwert. Aus diesem Ansatz heraus ergeben sich eigentlich auch die ganzen Rechnungen, die ich brauche, um eines der Werte zu berechnen, wenn die anderen zwei bekannt sind. In dem Video möchte ich allerdings neben diesem Ansatz mit dem Pfeil hier auch noch den Dreisatz verwenden. Und ich habe dazu vorbereitet, hier auf dieser Seite, hier sind drei Aufgaben. Jedes dieser drei Aufgaben stellt eine der Grundaufgaben dar. Das heißt, es ist einmal der Prozentwert, einmal der Grundwert und einmal der Prozentsatz gesucht. Und bei allen drei werde ich jeweils die Rechnung vornehmen. Einmal mit Hilfe dieses Ansatzes und einmal mit Hilfe einer Tabelle, wo mittels Dreisatz das Ganze dann berechnet wird. So, dann gehen wir mal zur ersten Aufgabe. Das Erste, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, dass man guckt, was ist was. Das heißt, was ist eben Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert. Zunächst mal, was eigentlich immer ganz einfach zu finden ist, ist der Prozentsatz, denn da steht ja eigentlich immer das Prozentzeichen hinten dran. Das heißt, hier habe ich Pi. Dann haben wir noch eine zweite Zahl und da heißt es ja 35% von 480. Dieses von ist dabei sowas wie ein Schlüsselwort. Hier. Das weist nämlich darauf hin, dass das der Grundwert sein muss. Also ist das hier G. So, dann schreiben wir uns das Ganze mal mit Hilfe von diesem Ansatz also auf. Ich habe ja, wir gucken noch mal gerade zurück. G mal Pi Prozent ist W. Und dann ist das also hier 480 und mal 35%. Und das ergibt den Wert, den wir suchen, nämlich das W. So, da habe ich was vergessen. Natürlich die Euro, die sind noch wichtig hier. Okay, wie rechne ich das? Man kann natürlich versuchen, die Formeln auswendig zu lernen, aber ich denke, aus dem Ansatz heraus reicht das eigentlich. Das W, den Wert hier hinten, bekomme ich ja, indem ich die 480 Euro mal 35% nehme. Das heißt, W ist gleich 480 Euro mal 35%. Oder 480 Euro mal 35 Hundertstel. So, mit dem Taschenrechner nachgerechnet, kein Problem. Das Ergebnis ist 168 Euro. Nicht vergessen. So, nun möchte ich das mit Hilfe der Dreisatzrechnung lösen. Dazu habe ich mir ein bisschen Platz hier. Also, Prozentsatzaufgaben können eigentlich immer auch mit Dreisatzaufgaben gelöst werden. Und dazu mache ich mir einen Ansatz in der Tabelle. So, so, sieht nicht schön aus, aber ist nicht so wichtig. Ein Spalt ist auf jeden Fall immer eine Prozentangabe. Und in der anderen Spalte geht es dann um irgendwelche Werte. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Hier sind es aber die Euro, also Geldbeträge. So, was ist gegeben, was ist gesucht? Ich habe hier 35% und ich habe 480 Euro. Jetzt weiß ich ja, dass die 480 Euro
die der Grundwert sind. Und damit könnte ich zum Beispiel eintragen und sagen, okay, ich nehme vielleicht hier mal eine andere Farbe noch. 100% ist ja der Grundwert. Und dann sind das die 480 Euro. Moment. So, ich muss das mal nach oben verschieben. Und dann haben wir ja noch 35 Euro. Das ist eine andere Prozentangabe. Und diese 35%, die entsprechen dann eben dem Prozentwert W, der gesucht ist. So, jetzt kann ich natürlich auch hier in dieser Tabelle mit Hilfe von Dreisatzrechnung auf das Ergebnis kommen. Was muss ich dann machen? Ich verwende eine andere Farbe, damit man also da besser einen Überblick hat, was ich zuerst eingetragen habe und was dann gerechnet wurde. So, es gibt ja verschiedene Wege vorzugehen. Ich würde raten, dass man hier bei der Prozentrechnung vielleicht einfach mal es sich einfach macht und sagt, man geht über 1%. Das heißt, ich muss, oder über 1% in diesem Fall. Das heißt, ich muss hier durch 100 rechnen und dann hier mal 35, um auf das Endergebnis hier zu kommen. Und dann muss ich hier drüben natürlich das Gleiche machen, also geteilt durch 100 und dann mal 35. So, geteilt durch 100, das sind hier 4,8. Ich schreibe jetzt mal in grün hin, was ich also rechne. 4,8 und 4,8 mal 35, das Endergebnis muss ja das gleiche sein, sind 168. Beziehungsweise natürlich jeweils Euro. Hier eine Stelle schon, wo öfters mal diskutiert wird und auch schon beim Dreisatz diskutiert wurde. Wie sieht es denn mit dem Runden aus? Muss ich hier runden auf 5 Euro? Generell denkt daran, rundet am ehesten dann ganz zum Schluss. Vor allem, wenn ihr das mit dem Taschenrechner berechnet, alles hier, braucht ihr euch um Zwischenrunden nicht so sehr kümmern. Zum Aufschreiben, wenn da 10 oder noch mehr Nachkommastellen sind, schreibt man natürlich nicht alle auf. Da rundet man spontan. Aber im Taschenrechner kann ich das drin lassen im Speicher und dann mit diesem Wert weiterrechnen. So, jetzt vergleichen wir mal gerade die zwei Rechenwege. Hier habe ich ja mal 35 gerechnet und, weil es unten im Nenner steht, durch 100. Und genau das gleiche mache ich im Grunde genommen auch hier. Da habe ich meine mal 35 und da habe ich geteilt durch 100. Ups, ist weg. Geteilt durch 100. Das heißt, die Rechnung hier oben ist ganz genau die gleiche wie hier, nur ich habe das Ganze eben ein bisschen anders aufgeschrieben. Was wir jetzt hier in dieser Tabelle verwendet haben, möchte ich noch mal kurz festhalten in aller allgemeinen Aussage. Und zwar der Ansatz mit diesem Pfeil, den hatten wir aus dem Buch. Und hier Ansatz mit Dreisatz, das steht übrigens auch im Buch drin. Aber wenn ich zwei Spalten habe, dann ist die eine immer eine Prozentangabe. Die zweite gibt den Wert an, um den es geht, was auch immer. Man weiß es jetzt gerade nicht. Euro, Kilometer, Gewicht, wie auch immer. 100% entspricht dem Grundwert und P% entspricht dem Prozentwert. Das muss man sich merken. Genauso wie dieser Ansatz hier. Wobei es letztendlich jedem ja selber überlassen ist, wie er vorgehen will. So, nun zur zweiten Aufgabe. Dann machen wir das ganz genauso. Erst wieder der Ansatz mit dem Pfeil und dann der Ansatz mit dem Dreisatz, mit dieser Dreisatztabelle. So, zunächst mal wieder überlegen, was ist was. Wir haben hier keine Angabe, wo dieses Prozentsymbol hinten dran ist. Und damit ist es klar, dass wir also Grundwert und Prozentwert haben. So, hier haben wir wieder ein von.
von 850 Kilometer. Wie viel sind 330 Kilometer von? Moment. Muss die richtige Taste bei mir finden. Ups. Von. Ja, also ist es sehr wahrscheinlich, dass das hier wieder der Grundwert ist. Denn das von deutet also sehr stark immer darauf hin. Und dann muss das ja hier der Prozentwert sein. So, wir machen den Ansatz mit dem Pfeil. 330 Euro ist der, nee, das ist falsch, das war ich. 850 Euro ist der Grundwert mal P Prozent gibt ja den Prozentwert, also die 330 Euro. So, Rechnung für P. Ja, wie komme ich von hier nach da? Da muss ich eigentlich teilen. Das ist so ähnlich wie die Aufgaben, die ihr am Anfang hattet bei der, bei der Einführung des Begriffes Prozent. Ich muss da eben den Prozentwert durch den Grundwert rechnen. Das heißt eben, wie viel sind 330 Euro von 850 Euro. So. Das erste, was man da machen kann, ist wegkürzen, das Euro-Symbol. Das fällt weg. Und das muss auch wegfallen, sonst hat man einen Fehler gemacht. Und dann muss ich noch rechnen, 330 durch 850. So, und wenn man das macht, mit dem Taschenrechner, da kommt dann eine ziemlich, ja, eine Kommazahl raus mit einem sehr langen periodischen Anteil. Was es ist, wenn man das einfach mal aufschreibt, ja, ich muss runden, ne? Das ist kein genauer Wert, der da rauskommt, deshalb ungefähr. Das wäre dann 0,3883 und so weiter. Also die Pünktchen macht man normalerweise nicht. Ich habe sie jetzt hier hinten dran gemacht, um euch das nochmal zu verdeutlichen, dass das ja eigentlich weitergeht. So, ganz aufschreiben würde ich es nicht. Das sind einfach zu viele Nachkommastellen. Und runden sollte man, wie ich schon gesagt habe, erst zum Schluss. Wenn ich das jetzt hier schon hier machen möchte, dann überlege ich mir Folgendes. Das ist ja jetzt noch keine Prozentangabe. Ich muss das ja noch sozusagen angeben, diese Kommazahl, als ein Prozentwert, Prozentsatz mit einem Prozent hinten dran. Und was ich machen muss, ist ja, dass ich von hier nach da quasi mal 100 rechne. Wenn man das sich anders überlegt, kann man sagen, ich schreibe diese Bruchzahl, diese Kommazahl als einen Bruch mit Hundertstel. Oh, was wäre das dann? Wie viel Hundertstel? Ja, das wären 38,826 und so weiter. So, und dann überlege ich mir halt, dass ich zum Beispiel eine Nachkommastelle haben möchte. Das heißt, ich brauche also das hier hinten nicht mehr. Also das da möchte ich dann weglassen. So. Und wenn man etwas weglassen möchte an Nachkommastellen, muss man runden. Das ist dann hier hinten, hinter der 8, die noch als letzte Ziffer da sein soll, eine 2. Das heißt, ich kann abrunden, sprich, die 8 bleibt so, wie sie ist. Und dann hätte ich dann eben entsprechend dieser Kommazahl dann 38,8% ungefähr natürlich. So, das ist dann mein Endergebnis, P%, also 38,8%. So, das gleiche machen wir jetzt wieder mit einer Tabelle. Und
So, wieder auf der einen Spalte Prozent. Ob es links oder rechts ist, ist egal. Übrigens, ich habe jetzt hier überall Euro noch dazu geschrieben. Eigentlich müsste ich es ja nicht machen, weil es schon da oben drin steht. Auf der anderen Seite, ganz wichtig hier, ich darf die Einheit ja nicht vergessen und auch hier nicht vergessen, ob ich jetzt eine Kommazahl oder Prozentwert und eine Prozentangabe habe. Deshalb lasse ich es einfach nochmal da. So, hier drüben habe ich eine Längenangabe mit Kilometern. Ich habe den Grundwert, der steht immer mit den 100% zusammen. Das sind dann also die 850 Kilometer. Und dann habe ich noch 330 Kilometer. Das steht dann hier unten. Kilometer natürlich. So, was gesucht ist, ist hier P Prozent. So, ja, also an die Rechnung, ne? Okay, wo geht's los? Zunächst mal wieder, wie ich es hier drüben mit Orange gemacht habe, die Überlegung, was muss ich rechnen? Und ja, manche sind jetzt versucht zu sagen, oh, ich rechne wieder über 1%. Das geht aber nicht. Ja, es ginge schon. Nur eigentlich ist der sinnvollste Weg zu sagen, ich suche mir die Seite, wo ich zwei Werte habe. Das war halt hier die 100% und die 35%. Und rechne da dann über 1. Jetzt habe ich hier bei Kilometer zwei Zahlen. Hier fehlt ja das P auf der Seite. Und dann rechne ich also hier über 1. Ein Kilometer wäre der Zwischenwert. Und ich muss dann hier also rechnen, geteilt durch 850 Kilometer, nee, durch 850, nicht Kilometer. Und hier unten mal 330. Dementsprechend genau das gleiche da. Durch 850 und mal 330. So, und mit dem Taschenrechner kriege ich dann ein Ergebnis, eine Kommazahl, die sich nicht ganz aufschreiben lässt. Das wäre ungefähr 0,1176 und so weiter. Wie schon gesagt habe, muss man hier eigentlich gar nicht runden. Der Taschenrechner behält sich diesen Wert viel genauer, als dass man das hier aufschreibt in seinem Speicher. Und dann kann ich damit weiterrechnen. Wenn ich das dann nämlich mache, bekomme ich dann eben das Ergebnis, was wir ja schon vorher hatten. Das waren, oh, ich wollte es in grün schreiben hier. Dann 38,8% nach einer oder mit einer Nachkommastelle gerundet. So, und wie beim ersten Beispiel habe ich genau die Zahlen, die ich hier vorne verwende, um das P zu berechnen, natürlich auch. Hier muss ich durch 850 teilen. Das ist ja dieses hier unten. Ja, im Nenner ist geteilt durch. Ich muss mal 360 teilen. Das ist quasi der Zähler hier oben. So, und dann habe ich noch die 100 hier. Und diese 100, das ist ja hier der Umrechnungsfaktor, den ich noch verwende von der Kommazahl zum Prozentsatz. Also auch das kommt hier vor. Und damit ist es also auch wieder deutlich, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge oder wie ich es mache, ob ich den Ansatz mit diesem Pfeil mache oder mit einer Tabelle. So, noch zur letzten Aufgabe. Was sind 120 Gramm von 75%? Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller machen, weil wir jetzt ja schon das Ganze öfters gemacht hatten. Zunächst mal kurz festhalten, was ist was? Das ist klar, das sind ist der Prozentsatz. Hier. Und die Frage ist, was ist das? Was sind oder von was sind 120 Gramm, diese 75%? Hier steht von was. Das heißt, das was ist
mein Grundwert, der ist eben gesucht. Und dann ist das hier drüben eben der Prozentwert, der gegeben ist. Also habe ich folgenden Ansatz. Der Grundwert ist gesucht. Der Prozentsatz ist gegeben, 75% mal. Und der Prozentwert, was hier hinten rauskommt, ist auch gegeben, sind 120 Gramm. So, und den Grundwert berechne ich dann. Ja, zur Erinnerung, letztendlich mache ich ja das Umgekehrte, um hier hinzukommen. Anstatt mal 75% teile ich durch 75%. Also 120 Gramm geteilt durch 75%. Das schreibe ich um. Ist das gleiche wie 5, geteilt durch 75 Hundertstel. Und noch ein Schritt weiter, 120 Gramm, dann mal 175stel. So, das Endergebnis ist aber das gleiche, egal wie ich es rechne, nämlich 100 geteilt durch 75 sind 160. 160 Gramm. So. Okay, das gleiche jetzt wieder in der Tabelle. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Platz gebraucht, aber das war nur diese Umrechnung. Mit dem Taschenrechner könnt ihr es natürlich auch so direkt eingeben, wenn ihr die Eingabe richtig beherrscht. So, wieder eine Tabelle. Ich habe auf der einen Seite wieder Prozentangaben. Und auf der anderen Seite diesmal eine Angabe mit Gramm. Eigentlich müssen wir ja da in der Tabelle oben schreiben, dass es ein Gewicht ist, aber wir geben gerade mal die Einheit an. So, Grundwert ist ja gesucht. Jetzt ist die Frage, schreibt man wieder 100% mit dem Grundwert oben hin, so wie wir es bisher hatten, oder nicht? Ist eigentlich egal. Ich schreibe das mal so hin, wie wir es bisher hatten. Also immer die 100% mit dem Grundwert oben hin. Und dann ist ja noch gegeben 75% und die entsprechen den 120 Gramm. So, was muss ich rechnen? Ich gucke wieder, auf welcher Seite habe ich zwei Zahlen. Das ist hier der Fall. Also muss ich hier rechnen über 1%. Und dann geht es ganz einfach durch 75 und mal 100. Hier genau das gleiche. Durch 75 und mal 100. So, mit dem Taschenrechner. Oder wer gut im Kopfrechnen ist, kriegt es vielleicht auch so hin. 120 geteilt durch 75 ist mein Stift da, 1,6. Und zwar ohne zu runden. Und das Ganze mal 100, das heißt mal zwei Nachkommastellen, 160 Gramm und Gramm. Ja, und wir haben auch natürlich das gleiche Ergebnis. Klar, muss ja auch rauskommen. So, wir gucken mal wieder und vergleichen die zwei Rechenarten. Ich habe hier ja durch 75 habe ich hier geteilt durch oder hier auch unten, weil es im Nenner, im Nenner steht, und mal 100, weil es hier steht. Und die 120 Gramm, die stehen hier letztendlich. Okay, damit haben wir jetzt an drei Beispielen gezeigt, wie man einmal mit Hilfe des Ansatzes über diesen Pfeil bzw. mit Hilfe von Dreisatz die Ergebnisse bei solchen Grundaufgaben der Prozentrechnung bestimmen kann. Wie ihr es macht, ob ihr es so oder so macht, ist egal.
Ich denke aber, es ist ganz sinnvoll, wenn man sich mal beides überlegt. Stimmt das? Entspricht 100% eben dem Grundwert? Natürlich ist es so, aber wenn man eben die Aufgabe hat, ne? So, ansonsten hoffe ich, dass es weiterhin klappt.